Ist da auch ein explodierendes Fass? Ich weiß es nicht. Okay, dann wähle ich jetzt mal kurz Granaten aus. Und suche noch mal ein paar Gegner hier. Was liegt denn da? Munition. Sind hier überhaupt noch Gegner? Okay, nehme ich mir erstmal Munition, noch eine Handvoll. Ich laufe erstmal raus. Okay, komisch. Ich dachte, die wären mehr. Na egal. Lassen Sie mich raus. Ja. Oh, wir haben wieder Malaria-Anfall. Wer sind Sie? Warum sind Sie hier? Sie sind krank. Sie haben Malaria. Schnell erkannt. Sie haben jetzt einen Kameraden. Während Sie Aufträge erfüllen, wird Sie Ihr bester Kamerad kontaktieren, um mit Ihnen Alternativvorschläge zum Abschluss einer Mission zu machen, wodurch Sie zusätzliche Belohnungen erlangen können. Okay, jetzt sollen wir... Ja, okay. Jetzt sollen wir zu Mikes Bar. Also so heißt es immer auf der Karte. Marty. So... Okay, steht hier ein Auto? Ja, ein Auto. Aber erstmal ein Telefon. Muy bien, Sie haben sich gut geschlagen. Vielleicht war ich in meiner Beurteilung etwas vorschnell. Wer gute Arbeit leistet, wird auch bezahlt. Kommen Sie nach hinten zum Pier und ich zahle Sie aus. Okay, ich gehe, glaube ich, jetzt... Ich weiß es nicht. Ja, okay, gehe ich jetzt erstmal zu diesem Typen und dann gehe ich zu Mikes Bar. Nein, ich will mein Bar. Ich will mein Bares haben. Ach, das war ja noch nicht alles. Komm. Okay, das war's. Okay. Wie ihr seht, haben wir noch nicht so viel von der Karte erkundet, deswegen ist das auch noch alles so grau. Also ich denke mal, dass das das ist, ich weiß es nicht. Also könnte sehr gut damit zusammenhängen. Okay, das ist eine Brücke. Sollte dann irgendwo der Typ sein. Ich gehe einfach mal hier rein. Ist das das Haus? Jawohl. Komm nicht rein. Und wie kriege ich jetzt meine Belohnung? Muss ich doch erst zu dieser Mikes Bar? Nee, geht auch so. Okay. Hey, Sie haben es geschafft. Hören Sie zu. Die einzige Währung, die hier zählt, sind Rohdiamanten. Lassen Sie sich nie Papiergeld andrehen, damit wische ich mir nicht mal den Arsch ab. Wenn Sie für die UFLL arbeiten, werden Sie in Steinen bezahlt. Einer meiner Jungs, nicht der Klügste, hat gestern einen Koffer mit Diamanten hierher gebracht. Er hat ihn irgendwo im Lager verstaut und sich dann in der Stadt eine Kugel eingefangen. Vielleicht haben Sie ihn ja getötet. Aber egal, wenn Sie die Steine wollen, suchen Sie sie. Im Koffer ist ein Peilsender, auf den Sie Ihren Kompass ausrichten können. An Ihrer Stelle würde ich mir erstmal Medikamente kaufen. Mit der Malaria ist nicht zu spaßen. Versuchen Sie es im Mikes, da hängen die ganzen ausländischen Cabrons rum. Werden Sie gesund und kommen Sie dann ins Frontbüro in der Stadt. Ich stelle Sie Gakumba vor und bringe Sie bei uns rein. Hey, er kommt raus. Hasta luego. So, ich habe das jetzt mal gewechselt, damit die Waffe wieder heil ist. Weil die Waffen können halt auch kaputt gehen. Und ja. Ey, von wegen Auszahlung, ich will mein Geld. Ach egal, speichern wir jetzt mal nicht kurz. Okay, bei geöffneter Karte sehen Sie manchmal auf Ihrem GPS ein blinkendes grünes Licht. Es zeigt an, dass sich in Ihrer Nähe ein Diamantenkoffer befindet. Je näher Sie dem Koffer kommen, desto schneller blinkt das Licht. Wenn Sie in die Richtung des Koffers schauen,
hört das Licht auf zu blinken und bleibt an. Und das macht dann auch Geräusche. Ich weiß jetzt leider nicht mehr auswendig, wo der Koffer war. War das hier? Hier blinkt es jetzt ja nicht mehr so doll. Nein, okay. Hä, wo ist denn das? Bin ich jetzt völlig doof? Ach, da drin ist das. Vergessen. Okay, jetzt haben wir 10 Diamanten. Okay, das war dann wahrscheinlich die Auszahlung. Die Waffen, die ihre Gegner fallen lassen, sind alt und unzuverlässig. Starten Sie dem Waffenladen, Waffenzeichen, bei Mike's Bar einen Besuch ab und um mit ihren Diamanten neue Waffen zu kaufen und Ladehemmungen und Aussetzer zu vermeiden. Okay. Fahren wir jetzt mal schön zu Mike's Bar. Okay, nee, das Erkunden hängt also doch nicht damit zusammen. Ich dachte. Und in dem Spiel muss man eigentlich sehr viel mit den Autos hier rumfahren. Also von einem Punkt zum anderen. Das ist manchmal ein bisschen nervig, aber geht eigentlich. Okay, und wir sollten nicht in der Stadt... Ja, hier steht das. In der Stadt herrscht Waffenstillstand. Wenn Sie auf jemanden schießen, werden alle das Feuer auf Sie eröffnen. Auf Ihrer Karte finden Sie Grenzen der Waffenstillstandszone. Okay, da wir... Wieso? Okay, fahre ich mal hier längs. Also wir können zwar außen rum mit dem Auto längs fahren, aber wir sollten nicht durch die Mitte fahren. Sonst, das mögen die Leute einfach nicht so gerne. Wenn man mit dem Auto durch ihre Stadt fährt. Okay. Ja, geschafft. Oh. Und ich nehme jetzt schon etwas zu lange auf, deswegen werde ich jetzt mal wieder den Part beenden. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder.